Herzlich willkommen in der Bastelgarage zu einer weiteren neuen Ausgabe im neuen Jahr. Und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ich möchte euch heute wieder mal zeigen, oder was heißt wieder mal, jedenfalls beim vorletzten Video hatte ich ja hier eine Absaugung an der Bandsäge gemacht und habe dann, ich spüle das mal gerade hier ein. Ich denke, da ist noch Potenzial drin, dass man unten vielleicht doch noch etwas anderes bauen kann. Vielleicht will der ein oder andere das von euch ja einmal nachbauen und berichtet mir dann von seinen Erfahrungen. Und genau diese Verbesserung, die ist jetzt eingetreten. Und zwar hat mir der Michel aus Michels Hobby-Ecke geschrieben. Hier ist der Kommentar von ihm. Und der hat geschrieben, eigentlich relativ wenig. Er hat auf sein Video hingewiesen. Dann habe ich ihn angeschrieben und habe gesagt, top, das ist eine super Idee. Das möchte ich, muss ich unbedingt nachbauen. Diese Absaugung brauche ich. Das scheint jetzt, denke ich mal, sehr, sehr nah an dem, was ich mir am Anfang so vorgestellt habe, was so eine Absaugung machen kann. Und das will ich euch jetzt mal zeigen. Seid mit dabei. Dem Michel seinen Kanal verlinke ich unten drunter in der Beschreibung, genauso wie alles andere, was ich so habe. Und seid gespannt. Und zwar hatte ich den hinteren Anschluss der Absaugung mit einem zweiten Rohr verbunden. Das geht hier hoch und wird hier direkt abgesaugt. Und das hier oben drin, da hat der Michel, übrigens schöne Grüße in der Nähe von Darmstadt, die hat der hier oben noch verbessert. Und das machen wir jetzt mal. Zunächst einmal baue ich meine Absauganlage mal einfach ab. Und jetzt muss ich hier drin mir ein paar Maße holen. Und zwar sind hier solche Halterungen. Kann man das sehen? Die muss ich nachher abschrauben, da brauche ich Platz. Aber ich muss den Abstand von oben nach unten wissen und so weiter. Das messe ich mir jetzt mal kurz aus. Und jetzt drehen wir das Ganze rum und machen erstmal den Tisch ab. Der Tisch ist jetzt hier ab und hier müssen wir jetzt diese beiden Halter hier rechts und links abschrauben. Diese beiden Sachen sind übrigens keine Halter, sondern das sind, ist ein Schutz, damit man hier nicht mit den Fingern oder so reingerät. Ich habe mittlerweile hier den Tisch wieder angeschraubt, mir aus meiner berühmt-berüchtigten Restekiste ein Holz geholt, das ist 27 mm dick, also 2,7 cm und eine Siebdruckplatte, Reststück, die ist 3,6 oder 3,7 mm dick. Leider hat der Michel keine Maße dabei geschrieben, deshalb muss ich das Ganze ja jetzt erstmal selber ausprobieren, maßmäßig. Aber hier habe ich jetzt einen Teil geschnitten, 8x8 cm groß, also 80x80 mm groß. In diesen Klotz hinein, da mache ich jetzt ein 50 mm Loch, schneide ich einfach in der Mitte durch. Hatte ich ganz vergessen, natürlich kann man dieses Stück Holz auch aus mehreren Schichten zusammenleimen, dass man auf die Dicke kommt. Ich werde das Ganze jetzt mal hier einsägen. Hier ist ja das Sägeblatt. Und dann schauen wir weiter. Jetzt habe ich hier oben einen Metallsteg. Ich zeige das jetzt gleich mal. Ich habe mir das hier rechts und links angezeichnet. Und zwar dieses Teil hier, diese Führung. Die ist so gefühlte 3-4 mm dick. Und die werde ich jetzt hier mit der Raspel ein bisschen eine Vertiefung reinmachen. Damit das hier oben flach rechts und links an diesen glatten Flächen anliegt. So, ich habe jetzt hier mit der Raspel zwei Vertiefungen reingemacht. Da kann man das, denke ich, mal gut sehen. Wie gesagt, das ist oben für die Führung und jetzt mache ich auf der Unterseite hier dieses
Brett drauf. Und zwar werde ich mir hier doppelseitiges Klebeband drauf ziehen, damit da keine Nebenluft gezogen wird. Nachdem ich das festgeklebt habe, werde ich das Ganze natürlich noch vorsichtshalber verschrauben. Wenn ich jetzt diesen Klotz hier reinschieben möchte, habe ich hier dieses Metall und das ist einige Millimeter zu hoch. Deshalb schneiden wir uns jetzt hier unten rein eine Nut. So, die Nut habe ich jetzt hier reingeschnitten. Jetzt mache ich die Bandsäge an und säge dann in diesen Ausschnitt hier. Da säge ich jetzt das Sägeblatt weiter durch diese untere Platte. Nun habe ich hier wieder meine alte Absaugung dran gemacht. Wie gesagt, hier ist das Holz drin. Und das zeichne ich mir jetzt hier an. Und zwar hatte ich das ja beim letzten Mal, ich zeige es nochmal hier oben, mit einem Heißluftföhn heiß gemacht und vorne etwas zusammengedrückt. Ich habe jetzt hier einen solchen Multischneider und damit versuche ich das jetzt mal auszuschneiden. Ich habe es erst versucht mit einem Forstnerbohrer, das funktioniert nicht, weil ich die Schräge nicht hinbekomme. Mal sehen, ob das funktioniert. So, das habe ich jetzt grob mal da rausgeschnitten. Hier habe ich mir jetzt an dem oszillierenden Bandschleifer eine kleine Schleifscheibe drauf gemacht oder Schleifteil drauf gemacht. Jetzt werde ich das vorsichtig hier ein bisschen wegfeilen. Ich habe extra die Zwinge drauf gemacht, weil ich Angst habe, dass mir das hier oben ein bisschen wegbrechen könnte. Jetzt soll das Ganze ja hier hinein und zwar werde ich das jetzt heiß machen. Dafür habe ich jetzt auch hier an der Unterseite einen 5 mm Schnitt reingemacht, damit das Kunststoff sich zusammendrücken kann. Und das Ganze mache ich dann, wie gesagt, hier mit einem Heißluftföhn heiß. Dann drücke ich das hier innen drin etwas runter, dass das schön auf dem Boden festgeklemmt wird, dass das rundherum schön passt. So, jetzt scheint es doch gebrochen zu sein. Das werde ich gleich wieder kleben. Das werde ich gleich mit Leim machen. Schauen wir mal. Solange das Ganze noch warm ist und biegsam ist, mache ich direkt dieses Teil drauf, weil ich habe gemerkt, hier das hat sich irgendwie auch mit verbogen und das sollte ja später genau passen. Das drehe ich dann noch ein bisschen, damit das auch schön gleichmäßig ist. Lassen wir es einfach mal jetzt kalt werden. So sieht das Ganze jetzt aus. Hier oben drauf habe ich noch Dichtungsgummis geklebt, die werden normalerweise in Fenster reingeklebt, damit das oben schön dicht ist, weil von meiner Absauganlage weiß ich, jede Nebenluft, die eingesaugt wird, verringert die Saugleistung. Und deshalb habe ich das hier unten drunter drauf gemacht. Das kommt dann jetzt hier oben so rein. So, und hier wird meine Absauganlage, die zweite, festgemacht. Und durch diesen Winkel, der hier mit Magneten festgemacht ist, ich verlinke euch mal das Video hier zu diesem Teil, verlinke ich euch mal hier oben,
kann das auch während des Betriebes nicht rausrutschen. Dieses Magnet hält das Ganze fest, sodass das nicht kippen kann oder so. Aber jetzt würde ich sagen, probieren wir es endlich mal aus. Ich bin wahnsinnig gespannt, wie das wirkt. Wir gehen mal näher ran, dass da nur wirklich ganz, ganz wenig an Spänen noch drauf liegt, die da durch die Gegend fliegen. Und es ist auf jeden Fall weniger noch als mit meiner vorherigen Zusatzabsaugung. Also das ist wirklich optimal. Da habe ich das Gefühl, dass man so 80-90% des Staubes wegmachen kann, absaugen kann. Ja, kleines Teil, große Wirkung. Das ist also absolut super. Wie gesagt, ich habe ja hier diese zusätzliche Kerbe reingeschnitten. Und das ist für mich die Führung in der Maschine. Damit passt das ganz genau. Hier unten kommt ein Metall und ich setze das an und schiebe das rein und habe das exakt hier auch mit dem Sägeblatt genau passend funktioniert, dass das da reingeht. War ein bisschen Fummelei, vielleicht mit dem ovalen Loch. Ich denke mal, dieses Teil ist ja 30 mm dick. Vielleicht sollte man es versuchen mit einem 20er Rohr, das da reinbohren, dass das gerade reingeht und dann von da aus das weiter irgendwie umbauen. Vielleicht funktioniert das besser. Also das hier hält jetzt. Wie gesagt, das ist mir oben, weil es so dünn ist, durchgebrochen. Das habe ich wieder verleimt, festgemacht. Aber im Moment ist es bombenfest. Gibt null Probleme und saugt die ganze Geschichte super, super ab. Nochmal vielen Dank an den Michel und in diesem Sinne sage ich dann ciao, bis demnächst. Gruß aus der Bastelgarage, euer Jürgen.